Thomas, am Wochenende geht es gegen Bietigheim und gegen Frankfurt. Zunächst natürlich an dich die obligatorische Frage. Wie sieht es im Kader aus? Wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Der Peter Macholla wird nach seiner Sperre wieder zurückkehren. Genauso kommt aus Berlin Vladislav Filin wieder zurück zu uns. Marvin Küpper bleibt in Berlin. Und leider wird Steven Rupprich noch mit der Oberschenkelverletzung ausfallen. Gegen Bietigheim ging es diese Saison noch nicht. Ich denke, die Mannschaft ist für dich aber kein unbeschriebenes Blatt. Wie schätzt du Bietigheim ein? Ja, Bietigheim ist die letzten drei Jahre oder anders. Jedes Finale oder jedes Topspiel ist eigentlich mit Bietigheim in Verbindung zu bringen. Die Mannschaft spielt schon über längere Zeit zusammen. Die erfahrenen Leistungsträger wissen, was zu tun ist. Also es ist und bleibt die Spitzenmannschaft zurzeit, die in der DL2 spielt. Und ich glaube, die haben sich im Sommer ohne große Veränderungen haben sie sich trotzdem nochmal auf einzelne Positionen noch verbessern können oder verstärken können. Und das versuchen sie natürlich Tag für Tag abzurufen. Wenn man über Top-Teams spricht in der DL2, darf Frankfurt natürlich nicht fehlen. Die Einschätzung zu Frankfurt von deiner Seite? Ja, auch Frankfurt hat den Anspruch, in diesem Jahr wahrscheinlich Finale zu erreichen oder unter die Top-2, Top-3 Mannschaften zu kommen. Sie haben sehr enge Ergebnisse in den letzten Wochen auch erzielt, dabei aber leider den kürzeren gezogen. Die Mannschaft wird alles versuchen, mit dem Trainer zusammen wird die Wende herbeizuführen, weil nach 3, 4 Niederlagen am Stück in Frankfurt auch relativ schnell mal ungemütlich wird. Und da müssen wir auf der Hut sein. Wir haben vor 2 Wochen gegen die Mannschaft gespielt. Wir wissen, was zu tun ist und müssen unsere Leistung natürlich wieder abrufen. David Rottmann ist kurzfristig heute berufen worden in die Nationalmannschaft. Was bedeutet das für dich als Trainer von Eislöwen, einen Spieler zu haben in den Reihen der Nationalmannschaft spielt? Wir haben ja den David ja verpflichtet unter der Voraussetzung, dass er eben dieses Niveau hat. Er hatte ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, im Saisonstart, noch aus seiner Verletzung aus dem letzten Jahr. Die Handverletzung hat ihm schon zu schaffen gemacht und man hat aber in den letzten Wochen gesehen, dass er immer stärker wurde und dadurch natürlich auch ein Thema für die Nationalmannschaft, slowenische wieder eingeladen wurde. Und ich denke, dass es für ihn gerade ein riesen Motivationsschub nochmal ist, gerade im Hinblick, dass er dann nächstes Jahr die BWM mit versuchten Aufstieg mitspielen kann oder dass er sein erklärtes Ziel ist. Und das gibt dem Spieler immer noch mehr, nochmal positive Energie, nochmal Auftrieb, Motivation. Vielen Dank. Dominik, am Wochenende geht es gegen Bietigheim und gegen Frankfurt. Für dich erstmal die Gelegenheit, ein kurzes Fazit zu ziehen. Du hast die Saison schon 5-mal getroffen. Das ist fast so viel wie letzte Saison. Da waren es 6 Treffer. Wie bewertest du denn selbst deinen Saisonstart? Ja, generell bin ich gut reingekommen in die Saison. Auch das ganze Team ist gut reingekommen. Es macht Spaß, hier zu spielen. Jeder versteht sich mit dem anderen. Und dadurch klappt es halt auch im Eis auch ganz gut, wie man sieht. Wie kommt es, dass ihr so gut miteinander harmoniert? Konntest du vielleicht einen Unterschied zum letzten Jahr festmachen? Ich kann auch nicht sagen, woran es liegt. Es war einfach so, wir sind alle angekommen. Jeder hat sich gleich gut verstanden. Man kannte sich trotzdem irgendwie untereinander. Und jetzt versteht man sich einfach immer besser. Und ja. Im letzten Jahr warst du noch Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin. Jetzt stehst du bei den Eislöwen fest unter Vertrag. Ist das für dich irgendwie von Bedeutung? Grundsätzlich nicht. Also ich habe mich letztes Jahr auch ein Teil von einer Mannschaft gefühlt und das Einzige, was war, man hatte halt immer im Hinterkopf, wird man wieder zurückgeholt oder eben. Ansonsten habe ich mich wie dieses Jahr auch als Eislöwe gefühlt. Parallel zum Training hast du noch andere Verpflichtungen. Du machst gerade noch eine Ausbildung. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen. Wie ist das abgelaufen? Was war im Sommer für dich ganz wichtig? Und wie läuft die Ausbildung jetzt ab während der Saison? Also im Sommer bin ich erstmal meine schulischen Sachen nachgegangen und war jeden Tag in der Schule. Und nachmittags habe ich halt mein Sommertraining fortgeführt. Und jetzt, wie die Saison beginnt, was ich für die Schule machen muss. Und probiere, wenn es möglich ist, 2 bis 3 Mal die Woche nach dem Training oder an spielfreien oder freien Tagen eben mein Praktikum weiterzumachen, um das dann zu beenden, dass ich dann Ende der Saison meine Abschlussprüfung machen kann. Wie ist die genaue Bezeichnung deiner Ausbildung und bei welcher Firma machst du das? Also ich mache eine Ausbildung zum Großkaufmann und meine Firma ist die Elektroschweißtechnik Dresden und dann vielen Dank auch an den Sponsor, dass er das ermöglicht und ja, viel Erfolg dir natürlich am Wochenende. Danke.